Hallo, Rotkäppchen. Es war einmal ein Mädchen, das hatte jedermann lieb, am liebsten jedoch seine Großmutter. Diese schenkte dem Mädchen ein rotes Käppchen, und da es von nun an nichts anderes mehr tragen wollte, wurde es von allen nur noch Rotkäppchen genannt. Eines Tages machte sich die Kleine auf den Weg in den Wald, denn dort wohnte die Großmutter. Die alte Dame war krank und konnte nicht aufstehen. Darum wollte ihr Rotkäppchen Kuchen und Wein zur Stärkung bringen. Geh aber nicht vom Wege ab, ermahnte es die Mutter, und Rotkäppchen versprach es. Im Wald traf Rotkäppchen den Wolf, doch es wusste nicht, was für ein Bösewicht das war. Wohin des Weges? Fragte er ganz freundlich. Und Rotkäppchen erzählte ihm von seinem Besuch bei der Großmutter. Da dachte sich der Wolf, die beiden würden mir gut schmecken, doch ich muss es geschickt anfangen. Darum sagte er, schau doch mal, die bunten Blumen, möchtest du der Großmutter nicht einen schönen Strauß pflücken? Da lief Rotkäppchen vom Wege ab in den Wald hinein, denn gerne wollte es der Großmutter mit einem Blumenstrauß eine Freude bereiten. Der Wolf aber lief rasch zum Haus der alten Dame. Er sprang in die Stube und verschlang die arme Großmutter ohne ein Wort. Dann zog er ihre Kleider an, setzte ihre Haube auf und legte sich ins Bett. Als Rotkäppchen wenig später zum Haus der Großmutter kam, erhielt es auf seinen Gruß keine Antwort. Und wie es in das Schlafzimmer trat, lag da die Großmutter und sah ganz wunderlich aus. Ei, Großmutter, was hast du für große Ohren? Rief Rotkäppchen. Dass ich dich besser hören kann. Ei, Großmutter, was hast du für große Augen? Dass ich dich besser sehen kann. Ei, Großmutter, was hast du für große Hände? Dass ich dich besser packen kann. Ei, Großmutter, was hast du für ein entsetzlich großes Maul? Dass ich dich besser fressen kann. Kaum hatte der Wolf das gesagt, sprang er auf dem Bett und verschluckte auch das Rotkäppchen. Als der Unhold nun seine Gier gestillt hatte, legte er sich wieder ins Bett, schlief ein und fing an, schrecklich laut zu schnarchen. Darüber wunderte sich der Jäger, der gerade an dem Haus vorbeiging. Er beschloss, nach dem Rechten zu sehen und fand den kugelrunden Wolf. Da kam es ihm in den Sinn, dass der Bösewicht die Großmutter gefressen haben könnte, und er schnitt dem schlafenden Tier den Bauch auf. Kaum hatte er ein paar Schnitte getan, da sprang auch schon das Rotkäppchen heraus. Die Großmutter folgte kurz darauf, außer Atem zwar, aber unversehrt. Froh darüber, am Leben zu sein, dankten beide den guten Jägersmein für ihre Rettung. Und Rotkäppchen versprach, nie wieder allein vom Wege abzugehen, wenn die Mutter es verboten hatte. Das ist alles. Tschüss!